Sehe ich nicht. Wenn du jetzt irgendjemanden fragst und du gehst jetzt zum Bleistift, ich weiß nicht, bist du eigentlich noch auf der Berufsschule? Ja. Wenn du jetzt da auf jemanden, irgendeine Parallelklasse oder so gehst, ne, und du kackst da auf den Tisch und sagst, wer hat eine Konsole, heben sie alle die Hände. PS3, Motherfucker! Ja, ist echt so. Oh, es geht los. Also, ich sehe es nicht. Sag mir bitte, dass du nicht legendär genommen hast. Oh fuck, ich nee, ich hab glaube ich normal genommen. Habe ich das mal erzählt? Ist vielleicht besser Ja, ich so. glaube auch. Mir den Spartan Oh, aussuchen. Also, ich habe keine Untertitel angemacht. Mach ich gleich. Sie kennen mich. Ich habe Oh, mich Halo auch 3 mit. ist das schön, Ich Alter. Mein darf mit den erstes Xbox Soldaten um, 360-Spiel die damals. Wachrüsten. Zusammen mit COD4. Wie die anderen waren auch sie stark, schnell und mutig. Der geborene Anführer. Aber sie hatten etwas, das den anderen Das fehlte. Schlimme ist, was Etwas, ich das hasse bisher mich selbst niemand dafür. sah. Als Halo 3 rauskam, wie alt war ich da? Wissen Sie was? Das war, glaube ich, 2006 oder 7. Glück. Hat, weil es war 2007. 2007. Ja, was? Acht? Ich habe es, glaube ich, Weihnachten 2007 bekommen. Da war ich, warte mal, Lag ich falsch? 4, 5, 6, 7. 8 Jahre, vor 8 Jahren? Da war ich 10? War ich da 10? Ich glaube, war ich 11. Ich war, glaube ich, 11. Und ich hatte damals noch gar keinen Plan so von Online-Spielen, so ein Scheiß. Und mein Vater, weil das hat halt gerade erst so richtig angefangen mit Das ist nicht Online-Spielen und gut. so ein Scheiß, ne? Verdammt. Ja. Und mein Vater sagte dann so, ey, pass auf, Locker 2 Kilometer. geh damit nicht Augen online, auf. ich vertraue dem nicht, bla bla bla. Also wir waren einfach so ein bisschen vorsichtig. Ja. Und ich bin nie online gegangen. Ich habe Halo 3 und COD4 halt echt erst online gespielt, da war es schon. Sanitäter, seine Panzerung ist Boah, kein erstarrt. Plan, 2010 Ihr oder Schuss so. könnte den Aufprall gedämpft Ne, haben. 2008 vielleicht. Ich habe, glaube ich, COD Weiß nicht, 4 und Halo 3 Sanitäter. angefangen online zu spielen. Da war, glaube ich, das war vielleicht ein paar Monate bevor MW2 rauskam. Ich habe die Glanzzeit von COD4 und Halo 3 eigentlich, was online angeht, voll verpasst. Das wäre echt schon schade. Ist so. Ärgert mich auch. Aber Aber ich gut. find's cool, dass Microsoft gesagt hat, okay, gut, zu den Wie Games with Gold packen wir auch Halo 3 dazu, weil man trifft jetzt doch verlassen noch mal neuere Spieler, weißt du, man trifft nicht nur noch die kompletten Ihr Pros. Ja, auf jeden tun Fall. nicht. Nein, tun sie nicht. Warum springen Finde Sie ich auch nicht? scheiße, dass sie von Meine Spiel zu Frau Spiel ist einen hier anderen unter Druck, Synchronsprecher deswegen genommen wird so haben. wenig Wobei nachgepriesen. die Sprecher immer besser werden. Ich sammle dann nicht alles auf. Ich muss auch sagen, in Halo 4 hat es mir eigentlich am besten gefallen. Boah, ich hab Halo 2, fand Ihr ich so wisst nicht. scheiße. Weißt du, Ist ich war Cortana. das, den ersten Satz, den Sie er werden bei Halo sprechen. 2 sagt, wo der Typ ihn so anmacht, von wegen, dass er die ganze Sie Rüstung sind kaputt gemacht Gegner. hat. Und er so, Ja. Sagen Sie das der Allianz. Ich sag so, boah, Alter, lass dir mal ein paar Eier wachsen, Digga. Entschuldigung. Du bist Ihr irgendwie, keine wisst Ahnung, bitte nicht, was Sie 2,15 Meter groß repräsentieren. in einem riesigen Anzug. Sagen Sie das der Allianz. Weil ich sagen muss, dass es bei Halo 4 so mit einem Cliffhanger nicht so gut hingekriegt haben. Ich meine, bei jedem Halo gab es eigentlich mehr oder weniger so einen Cliffhanger, abgesehen jetzt vielleicht von Halo 1, da war es Wir haben schon genug ja, Sorgen, eigentlich dass war es Sie da auch die ein Basis Cliffhanger. umbringen wollen. Weißt du, was ich meine? Halo 3 hat er eigentlich. So leicht. Ja, doch, Halo 3 hat. Ja, klar. Halo 3 hat einen gewaltigen Cliffhanger. Ja. Halo Ich glaube, 1. Sie brutal Ja, nicht fehlen. so sehr. Darum Halo mögen Sie den 2 auf Doktor jeden vorziehen. Fall. Halo 2 hat einen abgefucktesten, Alter. Ja. Sir, diesen. Ah, nee. Sir, diesen Krieg beenden. Ausgeblendet, ey. Ich dachte mir damals auch nur. Bitte was? Aber das Witzige ist, ich weiß nicht wieso, ich war mit dem Ende voll zufrieden damals. Ich weiß nicht wieso, ich fand das Ende gut, ich fand das Ende voll toll. Ich war voll hyped. Hallo. Oh Gott. Squad 1, hier seid die Was Spitze. geht? Hoffentlich ist das nicht wieder so böse verzögert. Naja, geht. Moment, Bildschirmeinstellungen? Untertitel. Oh, ein. Naja, gut, so ein bisschen verzögert ist es schon, aber das ist, denke ich mal, ertragbar. Bei mir nicht. Ah ja, ich hoste ja auch. Ha. Auf Ich geht's. weiß noch, wie das im Hello Anniversary erklärt war. Anniversary, Das war Alter, ja. grausam. Wir haben, glaube ich, bei Anniversary auch nie probiert, dass du Erster, hostest, ne? wir haben ihn. Nee, das hatten wir aber auch gemacht, weil das bei dir dann genauso ausgesehen hätte, und da du aufgenommen hast, war das vermutlich, wäre das vermutlich eher nicht so. Haben wir das, ich weiß nicht, haben wir jetzt jemals probiert, dass du hostest? Wir hatten es mal bei Reach probiert, als ich da mal die Aufnahme hatte. Ja, stimmt. Das war geil. Das war der Hammer, ey. Juhu. Mir fehlt aber trotzdem das Sprinten, muss ich sagen. Es fehlt mir einfach. Geht.
Ich finde, also ich hoffe wirklich, dass sie bei Halo 5 kein Sprinten einfügen. Also, zumindest nicht im Multiplayer. Fände ich schon nice, wenn sie da keinen Sprinten reinmachen würden. Ich auch. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass du dich eigentlich in Halo 3 auch verhältnismäßig schnell bewegst. Das ist halt so, ja. Ich habe das Gefühl, das Laufen in Halo 3 ist zwar langsamer als das Sprinten in Halo 4, aber schneller als das normale Gehen. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal darauf klarkommen. Ich wechsle jetzt immer die Granaten, statt nachzuladen. Das ist echt hart. Ja, ne? Ach, ich wollte gerade auch, auf... Hä, warte. Wie lade ich nach? Mit RB. Nee, ich glaube nicht. Ich habe RB auf Schlagen, aber ich habe alles umgestellt. Ah, auf B, okay, alles klar. Ich wollte sagen, ich habe die Steuerung nämlich so hingestellt, dass sie am ehesten mit Halo 4 zu vergleichen ist. Oh Gott, die Granate ging voll am Baum. Und jetzt habe ich keine mehr. Oh nein. Warte, dafür habe ich noch welche. Oh, damit kriege ich dich ja fast. Die zweite könnte ich gut treffen. Okay, es ist echt ein bisschen verzögert, aber ey, geht klar. Meinst du jetzt deinen Stream oder meinst du jetzt das Gameplay? Nee, das Gameplay, aber also ich glaube nicht so krass wie bei dir. Bei mir ist es so ein bisschen verzögert, vielleicht. Nee. Also bei mir ist es teilweise so, wenn ich lenke, dann ist erstmal so eine halbe Sekunde lang gar nichts und dann. Das macht es ein bisschen schwierig, aber. Ja, geht. Ja, mein Gott. Vielleicht so eine zehntel Sekunde oder so, also. Ja, also ich würde sagen, man kann damit echt gut leben. Ja. Legendär wäre vielleicht ein Problem. Ja, da wäre es auf jeden Fall ein eventuell. Problem. Spannend. Skunky, auf welche Xbox One-Spiele freust du dich? Oh Gott, wie heißt es? Quantum Break? Hieß das so? Quantum? Ja, das ist so. Darauf freue ich mich übelst. Also richtig übelst. So übelst, übelst. So übelst, übelst. What the fuck. Ich liebe die Remedy Studios. Alan Wake fand ich super toll. Obwohl es ja eigentlich nur so durchschnittliche Kritiken bekommen hat. Ich fand Alan Wake super genial vom Storytelling her. Und Remedy hat doch auch. Oh Gott, was hat Amni Max Payne gemacht? Ja, ne? Ich glaube nicht, war das nicht Boxer? Das Boxer hat Max Payne 3 gemacht. So. Ich glaube, Max. Ja, gut, das erste, das kann gut sein. Max Payne 1 und 2 kommen von Remedy. Und das war halt auch super cool. Ansonsten, was steht noch auf dem Plan? Ich hoffe, es kommt Halo 2 Anniversary. Ich würde mich über Halo 2 Anniversary dieses Jahr mehr freuen als Halo 5. Vor allem zum 10-jährigen Jubiläum und so, ne? Bin ich voll ehrlich, würde ich feiern. Was kommt denn noch so? Ich hatte vorhin noch gesagt Destiny. Destiny, ja, okay. Ich dachte, ich habe jetzt eher so einen Exklusivtitel gedacht, aber ja, Destiny so. Wird immer. So, es soll ja nach, laut Gerüchten auch ein Forza Horizon geben, also ein neues, ja, für die Ding. Darum, das würde ich mega feiern. Ich habe Halo Horizon, ja. Forza Horizon fand ich super cool. Das war so die perfekte Mischung aus Arcade und Simulation. Ja. Wow, konnte man Halo. Dann hätte ich persönlich noch gesagt Project Cars. Das ist ja so dieses mehr oder weniger Kickstarter-Ding. Was auch für die Konsolen rauskommt und das finde ich auch voll geil. Ja, The Crew finde ich, es wird glaube ich auch noch ganz cool. Ja, damit könnte ich auch noch, also das würde ich auch noch kaufen. The Crew wird glaube ich richtig cool. Ach ja, ja, sorry, voll vergessen, ja. Ich habe bei Twitch immer noch MW2 stehen. Ohne Momentito. Twitch sieht das nicht gern, okay. Was, mir ist persönlich neu. Was macht dann bitte die Creators, wenn sie jedes Mal, wenn sie nämlich ein Vlog machen bei Twitch, dass sie eingehen, dass sie Brink spielen? Ach, wäre Brink was geworden? Das ist ultra geil. Ja. Weil das Spiel war eigentlich, das war ja eigentlich schon mehr oder weniger Titanfall technisch, ne? Die Idee war gut. Die Fuck. Umsetzung ist irgendwie. Ja. Warte eigentlich. So, kommst du klar? So, ist geändert, okay. Wo. Ah, da oben bist du schon. Ach du Scheiße. Ich hab schon die ganze Action erledigt, das tut mir leid. Oh, kein Ding, du, ich komm hinterher. Oh, schon die Dreischusswaffe. Konnte man in Halo 3 schon gar keine Needler zu zweit mehr nehmen? Ich glaube nicht, nein. Oh, deswegen habe ich Halo 2 so geliebt. Akimbo Needler waren so scheiße OP. Wie ging das? Das war echt hart, muss ich sagen. Oh fuck. Ja. Wo ist Licht? Wo ist Licht? Ding nach oben.
Nee, da habe ich gerade mein Teil geworfen. Scheiße. LB, LB, LB habe ich, okay. Ja, das ist direkt vertauscht. Ich finde das mit dem Licht voll cool. Oh Gott. Das ruckelt bei mir dann immer so. Alte. Brink war. Das Ding war, Brink war im Kern eigentlich super geil und voll. Also es war jetzt nicht super cool, aber es war halt echt annehmbar und ich hätte es auch echt gern gespielt. Das einzige Problem war, ist, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem PC war, aber auf der Konsole hatte es am Anfang über die ersten Wochen hinweg wirklich so viele Fehler. Vor allem was das Netzwerk angeht. Man konnte eigentlich nicht ordentlich spielen, ohne dass es anfängt zu laggen, und zwar richtig krass zu laggen. Dass das Spiel ungefähr nach einem Monat eigentlich keine Spieler mehr hatte. Weil sich jeder. Das ist ja auch, da ist auch die Box ständig gefreezt und so, ne? Ja, genau. Und da hat sich natürlich jeder gesagt, ja, warum soll ich so ein verbuggtes Ding noch spielen? Und als sie es dann endlich alles gefixt haben und das Spiel wieder spielbar war, hat's halt keiner mehr gespielt. Das wurde mal gefixt? Ja. Krass. Wenn du es jetzt spielst, ist alles okay, aber du spielst halt echt fast nur noch gegen Bots, weil du bist der Einzige, der spielt. Da gibt's auch schon so Bots in die. Geil. Ja, leider, ich hasse das. Ich hasse es, dass man Bots in Multiplayer einfügt. Also nicht so wie bei Titanfall hat's ja einen Sinn, da gibt's ja Bots, die machen weniger Punkte als Dings, aber jetzt. Wenn Bots Spieler ersetzen, wie bei Gears of War 3 zum Beispiel. Ja. Hasse ich. Ich finde das nicht toll. Kann ich aber auch verstehen, wenn ich ehrlich sein soll. Weil, ganz ehrlich, ich finde, angenommen 6 gegen 5, wir machen jetzt, keine Ahnung, Halo 3, bla bla bla, 6 gegen 6, einer lieft. 6 gegen 5. Ist immer noch besser, als wenn dieser eine Typ jetzt mit einem Bot ersetzt wird, der eigentlich die anderen nur killfeedet. Ja. Habe ich nicht Untertitel angemacht? Ich wollte es ja am Stream gucken, aber. Ich habe angemacht, aber anscheinend. Da hat einer geschrieben, dass es auf dem PC auch so schön war. Ja. Ich hörte mal, dass die Untertitel wahrscheinlich nur in Zwischensequenzen angezeigt werden. Ja, das kann gut möglich sein. Ich habe mich damit eigentlich nie so beschäftigt. Warte, wo war die Bärenfamilie? Ja. Affenfamilie meine ich, wo war die? War die nicht irgendwo? Ich glaube, an denen sind wir doch schon lange vorbei, oder? Nee, war das nicht hier? Das war doch genau in der Ecke da. War das nicht. Also irgendwo oben war das gewesen. Ja, ich hab sie. Oh, die kleine Affenfamilie mit einem Bären. Es ist so süß. Sterbt. Okay, ich hab sie gezeigt. Du bist so asozial. Ich hab sie gezeigt, ich bin zufrieden. Oh Gott, die ganzen Schädelmissionen, das war auch so ein Kacke. Oh, das war so toll. Ich wüsste jetzt, glaube ich, nur noch ein oder zwei Schädel. Ja gut, also das mit CSGO, da stimme ich echt zu, die Bots gehen da einem echt auf den Sack. Ja genau, CSGO zum Beispiel auch. Was soll das? Warum? Vor allem im Competitive finde ich das übelst gay. Ja. Wow. Oh, ich bin tot. Was ist das denn? Du bist tot? Ja, ich bin tot. Nein, der erste Tod ging an mich. Was hast du erwartet? Oh shit! Du bist tot. Ausgeglichen. Mein Gott, das war der scheiß Sniper, der mich noch nachträglich erwischt hat. Oh, warum. Oh, ich werde hier gespawnt? Dein Ernst? Mann! Ich bin wieder tot. Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt bin ich wieder da. Lol, da nimmt es die KI sogar mit dem Root auf. Was geht denn bei denen? Ey, haben die heute im Kraftwerk geschlafen? Lagen hier unten nicht irgendwelche geilen Waffen? Ja, hier unten ist irgendwo eine Sniper, aber ich persönlich bin eigentlich viel mehr. Ja, hier ist die Sniper. Nee, ich wollte. Ich bin um 3-Schutz-Ding interessiert. Oder nicht? Ah, ich hab einen. Ach komm, ich glaube, ich nehme die mit. Warum nicht, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich kann nicht snipen. Ein Next-Gen-Only Splinter Cell würde ich hart feiern. Ich bin der Meinung, dass Splinter Cell Blacklist eins der geilsten Multiplayer hatte. Ich spiele den Multiplayer immer noch super gerne. Ich finde, also ich weiß nicht, ich finde Splinter Cell Blacklist war perfekt. Es hat Conviction und Chaos Theory perfekt gemischt. Es hatte zwar dieses schnelle und actionreiche Gameplay von Blacklist, aber
hat diesen Stealth-Aspekt von den alten Spielen immer